Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute werden wir auf Dragon Ball Legends kreuz und quer sammeln. Denn es sind wirklich viele Sachen, die ihr abholen könnt, die ihr abstauben könnt. Das Spiel bewegt sich nämlich zu den 100 Tagen weltweiten Release. Also seit 100 Tagen, fast 100 Tagen ist das Spiel weltweit veröffentlicht worden. Und deswegen gibt es also eine Celebration. Heißt, bevor wir mit den ganzen Summons anfangen, will ich euch auf jeden Fall erstmal sagen, was ihr auf jeden Fall holen solltet oder abstauben könnt. Und ihr seht schon, wir haben einen neuen Login-Bonus. Ihr könnt jetzt zwischen zwei Sachen wählen. Auf jeden Fall würde ich euch empfehlen, immer hier auf jeden Fall erstmal die Kristalle zu holen. Und dann könnt ihr zwischen drei Sparking-Charakteren wählen. Zwischen Gohan, Goku und Vegeta. Ihr bekommt jeweils 100 Siegkräfte. Ich glaube, ich habe es aus den News so gelesen, wir werden es gleich auf jeden Fall noch nachschauen. Könnt ihr euch bis zu 600 Siegkräfte eines Charakters holen. Heißt, ihr könnt ihn auf Limit Break 3 bringen, 2 oder 3, werden wir gleich näher betrachten, Zu den drei Charakteren, welchen würde ich euch denn empfehlen? Goku oder Gohan? Warum Super Saiyan? Goku ist auf jeden Fall noch sehr solide, ist dann Unit, der relativ am Anfang rauskam, ist er noch dafür sehr, sehr gut, macht seinen Job gut, ist in vielen Teams vertreten, vor allem in den Saiyajin-Team läuft seine Synergie auf jeden Fall solide. Ihn könnte ich euch empfehlen. Oder Gohan, aber Gohan ist auch gut, also so ist nicht. Gohan mit seinen Schlagangriffen macht sehr viel Schaden, aber bei Gohan würde ich euch quasi sagen, holt ihn, wenn ihr ihn noch verwerten könnt. Was meine ich damit? Wenn ihr ihn auch in ein Team bauen könnt. Er ist nicht so wie Goku. Goku passt wirklich in einem Saiyajin-Team 1A oder auch in ein, zwei weiteren Teams. Also bei Goku ist es leichter, ein Team mit ihm zu bauen. Bei Gohan braucht ihr schon die richtigen Charaktere. So will ich jetzt mal sagen. Einen der beiden Jungs kann ich euch empfehlen. Natürlich könnt ihr auch jeden Tag einen anderen holen. Ihr bekommt euren Login-Boni, wenn ihr ihn heute wählt, erst morgen. Das wisst ihr auf jeden Fall. Und zwar, sobald ihr 100 Siegkräfte eines Charakters bekommt, dann könnt ihr mit ihm auch spielen, dann ist er auf 1 Stern. Ich würde euch empfehlen, euch auf 1 zu konzentrieren über die nächsten Tage, damit ihr einen auf 3 Sterne bekommt. 600 Siegkräfte, 3 Sterne sollten das sein. Ich wähle trotzdem Vegeta über die nächsten Tage, weil mein Vegeta sitzt auf 2 Sterne. Ich hätte ihn gerne auf 3 Sterne. Goku habe ich hier auf, was weiß ich, wie viele Sterne. Gucken wir uns erstmal die Information an, was es denn gibt, nämlich zum ersten hier zu der ganzen Sache mit dem Login-Boni. Und zwar 100 Tage Jubiläum zum weltweiten Release, Login Bonus Sparking. Wir bekommen jetzt jeden Tag ab dem 8.9. bis zum 18.9. könnt ihr euch, wie gesehen, aus den folgenden Sachen, die wir uns gerade angesehen haben, etwas wählen. Darunter gehören Zeitkristalle, bla bla bla, haben wir uns gerade angesehen. Aber worum es so geht, ist hier folgendes. Außerdem könnt ihr während der Kampagnezeit ganze 100 Siegkräfte von Sparking Charakteren auswählen. Wenn ihr jeden Tag denselben Charakter auswählt, könnt ihr Grenzüberwindung 3 erreichen. Okay, dann war es doch 3. Sorry an der Stelle. Heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch auf einen Charakter zu konzentrieren. Ja, je nachdem, sei es Gohan, Goku oder Vegeta, wählt euch auf jeden Fall jeden Tag einen aus, vergesst euch nicht jeden Tag einzuloggen und holt euch das Ganze und jeden Tag 50 Kristalle, ergibt in der ganzen Zeit 1000 Zeitkristalle insgesamt, wenn ihr jeden Tag 50 euch holt. Okay, dann haben wir noch ein neues Beschwörungsbanner, Master Pack 1, da werden wir auch gleich beschwören, denn in diesem Banner könnt ihr summon, 3 neue Charaktere kamen hinzu, die 3, nee 4 sogar. Ja, ja, 4 sogar. Und die sind echt solide. Die sind zwar Extreme Units, aber vor allem Sabon und Dodoria geben für die Freezer-Armee wirklich einen sehr, sehr guten Boost. Die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen für ein Freezer-Team, wenn ihr eins habt. Ansonsten schauen wir uns mal das Banner an. Wir werden in dem Banner auch summon. Und zwar ist es ein, es nennt sich Masterpack-Banner. Da sind, wenn ich das so sagen darf, alle Charaktere außer dem Cell-Banner, also alle Charaktere, die neu zum Cell-Banner kamen, der Cell und der Super Saiyan Instant Transmission Goku und Legends Rising Charaktere. Die Charaktere sind nicht dabei, ansonsten ist alles in diesem Masterpack. Ich würde euch aber eigentlich nicht empfehlen, für Einsteiger ist vielleicht ein gutes Banner, hier zusammen mit Kristallen, aber man kann ja auch zusammen mit Tickets. Ihr seht, ich habe 17 Tickets, woher bekommt ihr die Tickets? Ich werde hier in dem Banner auch nur mit Tickets sammeln, dann haben wir noch ein paar Zeitkristalle, knapp 2000, mit denen werden wir heute auch noch sammeln in einem anderen Banner, je nachdem wie die Ausbeute sein wird, aber bevor wir mit den ganzen Summons anfangen, bekommt ihr quasi die Tickets hier aus der Tauschbörse. Und da könnt ihr euch so viele Tickets holen, bis ihr quasi bis zu 3 Multis machen könnt. Und zwar holt ihr die Tickets gegen seltene Medaillen. Ich bin schon beim Zeitenangebot, da kostet ein Ticket 200 seltene Medaillen. Davor war ein Ticket 100 seltene Medaillen. Und das letzte Angebot nächstes Mal ist ein Ticket für 300 seltene Medaillen. Die könnt ihr euch holen, woher bekommt ihr seltene Medaillen? Aus Missionen oder aus den Ranked, aus PvP. Keine Angst, ihr könnt diese Tickets relativ lange holen, relativ lange ist dieses Banner online mit den Tickets, heißt ihr müsst keine Angst haben, dass ihr das verpasst. Ich würde euch trotzdem empfehlen, wenn ihr seltene Medaillen euch farmt, die gegen diese Tickets einzutauschen. Es ist wirklich ein gutes Banner. An der Stelle es sind viele Charaktere, aber trotzdem ist gut für Tickets vor allem. Und zwar ist sie kein GSS oder so, es funktioniert quasi wie, als würdet ihr mit Zeitkristallen hier zusammen, außer mit Tickets. Und es gibt bis zum 12.12.2018.
Also habt ihr auf jeden Fall Zeit, die Tickets euch zu erfahren und. Lasst mich ganz kurz, Freunde, meine Daily-Mission starten, weil dann haben wir noch einen Sparking-Charakter garantiert, den wir beschwören können. Und dann werden wir kreuz und quer in den Banner sammeln, die online sind. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, Freunde, und dann sind wir wieder zurück. Und zwar haben wir hier quasi alles geholt, was wir holen können. Ich werde kreuz und quer sammeln. Wir haben zum einen ein garantierten Ticket. Da habe ich geschaut, was da rauskommen wird. Das ist quasi mein zweiter Summon hier, mein zweiter garantierte SSR. Es ist ja nicht so ein Spartan-Charakter. Beim ersten hatte ich Pycorn. Müll. Ich will auf jeden Fall was Gutes ziehen. Ansonsten, Freunde, werden wir je nachdem summon, wie unsere Ausbeute in diesem Banner sein wird. Denn, ich fange einfach mal an, wir machen mal ein paar Einzelbeschwörungen. In diesem Banner seht ihr auch zum Beispiel Super Vegeta. Super Vegeta hätte ich wirklich gerne, wenn es der Zufall so will und ich Super Vegeta aus diesem Banner ziehe, dann gehen wir mit den 2000 Kristallen, die wir noch haben, in das Banner von Cell. Wenn nicht, will ich auf jeden Fall erstmal Super Vegeta, bevor ich Cell ziehe, weil Super Vegeta ist auf jeden Fall, ja, das ist nichts. Super Vegeta ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, Freunde. Cell aber genauso und vor allem der Instant Transmission Goku. Wenn du den einwechselst, dann dodgt er das komplett. Ja, der bekommt dann keinen Schaden, wenn er einen Deckungswechsel vollzieht, sondern er dodgt das Ding. Ich finde, das ist echt eine coole Mechanik auf jeden Fall. Don't mind me, ich skip mal so lame Animationen, weil wir haben auf jeden Fall noch ein paar Multis und so weiter und so fort, ein paar Sparking-Tickets etc. haben wir noch auf jeden Fall. An der Stelle heißt, dass ich allzu lang ziehe mit den Animationen, aber bei den Multis lassen wir es auf jeden Fall. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid und mehr von Legends sehen wollt, drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button und joint den Hashtag OZFighter hier an der Stelle. Und GG! Hier haben wir hier Hero Piccolo. Ansonsten, Freunde, würde ich euch echt empfehlen, loggt euch ein, holt die ganzen Sachen. Es sind wirklich sehr viele Missionen reingekommen, ihr könnt euch sehr viel erfahren. Ich habe mir die 2000 Kristalle aus den neuen Missionen erfahren, sei es von Dr. Gero oder den Ranked-Missionen, den neuen. Okay, ratet's. Und ja, also, diese Tickets aus der Tauschbörse, holt sie euch, Freunde. Schlaft nicht drauf ein, holt sie euch auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht droppt der ein oder anderes und wir versuchen hier, wie gesagt, unser Glück. Haben wir noch 3 Singles und dann hauen wir den Multisam in Masterpack-Banner raus. Und da sind, wie schon gesagt, alle Charaktere außer neue Sparken, sehr neue Transmission Goku und die Legends Rising Charaktere sind auch nicht drin. Also sei es Broly, Goku, Bardock etc. etc. Ansonsten ist aber alles drin. Super Vegeta auch, der neue Super Vegeta. Und der ist die Hoffnung da. Da ist die Hoffnung da, sag ich mal. Aber mit besseren Animationen bitte. Nee. Hey, bitte, komm schon. Okay, wir hauen zwar nur Singles raus. Aber hey, das geht's doch nicht. By the way, aber ich glaube, ihr habt schon alle eure Sparking-Ticket garantiert eingelöst. Ich werde aber den Group-Sum beim garantierten Sparking-Ticket machen. Und ja, damit ich quasi schon mal darauf vorbereitet, ihr könnt alles sammeln, wo ihr wollt. Wir haben jetzt erstmal hier ein Multi. Boom, hauen wir mal ein Multi raus beim Masterpack. Komm schon. Droppt wenigstens ein Sparking-Charakter. Da sind zwar viele Sparking-Charaktere drin. Für Einsteiger könnte ich mir aber vorstellen, ist auf jeden Fall ein solides Banner. Nein. Ah, okay, wir gehen Super Saiyan. Die Animation war lame. Aber ich würde trotzdem erstmal auch den Einsteiger empfehlen. Hey, wenn ich jetzt keinen Sparking-Charakter ziehe, dann. Ja! Ja, Mann, wir kriegen einen Sparking-Charakter auf jeden Fall. Und wie geht das am Start? Korrekt. Ich hab's voll gehofft. Oh mein Gott, ich dachte das echt, dass sie geschärft werden. Aber gut, einen Sparking-Charakter haben wir auf jeden Fall. Und den Einsteiger würde ich trotzdem auch empfehlen. Holt erstmal die Tickets und verschwendet die Tickets hier in den Banner. Wir haben bis Dezember Zeit, deswegen. Oh, ich dachte, es wäre neu. Aber nee, ich. Oh. Ja, nein! Ja! Was? Was kann man für ein Glück haben, Mann? Ist tatsächlich Vegeta gekommen? Es ist tatsächlich Vegeta gekommen. Geil, Alter. Auf sowas habe ich gehofft. Ey, auf sowas habe ich gehofft. Oh mein Gott. Aus all den Sparking-Charakteren, die da drin sind, ist tatsächlich Vegeta gekommen. Was? Alter! Vegeta! Nee! Nein, Alter! Oh mein Gott! Ey, Sparking Vegeta, eines der brutalsten Charaktere momentan. Sparking Super Vegeta.
Leco Mio, Alter. Oh mein Gott, das ist der gekommen. Ich glaub's nicht. Freunde, was haben wir gerade für ein Glück, ey, wirklich. Das ist auch euer Verdienst, Alter. Ohne Spaß, Jokes aside. Danke dafür. Oh mein Gott, was sie jetzt aber machen werden, ich habe keine Tickets mehr. Kann mir auch vorerst aus der Tauschbörse keine holen. Ich werde aber keine Kristalle in das Masterpark-Banner verschwenden. Und ja, je nach Ausbeute wollte ich eigentlich hier rein oder bei Cell rein. Jetzt ist die Sache, wir haben tatsächlich das gezogen, was wir wollten. Super, Vegeta. Eigentlich würde ich in Cell rein, aber... Wir gehen erstmal hier rein, Freunde. Wir gehen erstmal hier rein, gucken, was wir hier bekommen. Sollte hier Cell droppen oder der neue Goku, dann wäre ich vielleicht sogar noch gewillt, wieder in das von Super Vegeta reinzugehen. Anyway, Freunde, ihr macht mit. Das ist unser garantierte Sparking-Ticket. Je nachdem, wo ihr dann summonet. Aber mitmachen meinte ich beim Group-Summon. Ich sehe auf jeden Fall runter. Ihr wisst, wie das Ganze läuft in jedem Spiel. Egal welches Spiel, wo ihr summonen könnt, summonen wollt. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr gezogen habt. Sei es auf Twitter, Discord oder Instagram oder in den Kommentaren. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück. 3, 2, 1, let's go. Und nehmt's damit. Ah, wir haben echt Super Vegeta gezogen. Das muss eine Bait-Animation sein, weil dann ist. Ja. Aus dem anderen Ticket hatte ich auch den. Ich habe den Penner so oft gezogen. Der ist bei mir bald auf 6 Sterne. Egal. Ich kann mich nicht beschweren. Ich darf mich nicht beschweren. Sagen wir es so: Ich darf mich nicht beschweren. Die Sache ist aber, wo gehen wir mit den 2000 Kristallen rein? Oh mein Gott, ganz ehrlich, ich hätte gern noch einen Vegeta statt Cell. Aber Cell ist bis zum 5. Oktober, das ist noch 7 Tage online. Ah! Wisst ihr was? Dieser Goku ist brutal. Dieser Goku ist brutal. Ey, wir haben noch Dailies. Wir haben noch Dailies. Wir haben noch Dailies. Wir haben noch Dailies. Wir hauen erstmal die Dailies raus und gucken, was da abgeht. Aber ich glaube, ich werde weiterhin Super Vegeta Banner sammeln. Der ist noch 7 Tage online. Oh, Jokes aside, über Dupe würde ich mich überhaupt nicht beschweren bei Vegeta, Super Vegeta, der ist wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten Trunks würde mir dann noch aus dem Banner fehlen, aber warum ich vorerst nicht auf Cell gehen würde, obwohl ich Cell habe, obwohl ich Cell nicht habe, weil Vegeta's Banner noch 7 Tage geht und das von Cell geht bis Oktober ist aus den Dailies. Könnt ihr da vielleicht was droppen? 5 Pots? Freunde? 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 Droppt aus dem Daily hier noch was. Wow. Ja, ein Sparking-Charakter im Daily. Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Legit. Wer ist es? Den habe ich auch so oft gezogen. Mann. Oh mein Gott, wir hatten aus den Dailies noch ein Sparking-Charakter. Wieso war es keiner aus den anderen? Jetzt merkt ihr schon, euer Boy wird jetzt gezielt. Er wird jetzt greedy. Er will das, was er will. Aber ey, da kann ich mich echt nicht beschweren, Mann. Aus dem Daily eingezogen, on cam. Richtig geil. Hier waren 3 Pots. Passiert hier irgendwas Brutales vielleicht? Ja, nein? Ah, sieht nicht so aus, Aber ey. Eine Vegeta. Aus dem Masterpack mit den Tickets, dass gerade der kam. Das war geil. Das war wirklich geil. By the way, dieser Goku ist exzellent. Extreme Unit, aber der ist wirklich sehr, sehr gut. Freunde, wir machen vorerst nicht weiter bei Sparking Cell, obwohl dieser Goku, der ist 1A, der ist wirklich sehr, sehr gut. Aber das war jetzt bis Oktober online. Da ist noch 7 Tage online. Deswegen versuchen wir hier noch 2 Multis. Vielleicht droppt ihr Cell aus dem Daily oder wir kommen dann auch irgendwann zurück. Ansonsten könntet ihr vielleicht auch eure Stones sparen, eure Kristalle. Weil in 3 Pots in naher Zukunft könnt ihr mir vorstellen, was dann... Wow, okay. Entweder Legends Rising Banner kommt! Sei es mit Bojack oder so vielleicht, oder Zamasu, je nachdem, wenn wir sehen. Okay. Oder dann irgendwann in naher Zukunft natürlich ein Gohan, Super Saiyan Gohan. Mach keinen Scheiß. Ja! Nochmal Vegeta! By the way, wir haben vorhin aus der Vegeta-Animation Vegeta gezogen. Wir kriegen hier nochmal einen zweiten Charakter auf jeden Fall. Oh mein Gott! Hype intense! Der Hype packt. Hatte ich nicht. Herr damit. Oh, Junge. Herr damit. Hatte ich nicht. Trunks, okay. Nehme ich an. Natürlich. Ich hatte ihn nicht. Oh, my God. Was? Oh! ADF. ADF. Was ziehen wir heute?
ziehen wir heute? War das für ein Multi? Das war der beste Multi, den ich je hatte. Was? Nee, oder? Mein Vegeta kommt endlich auf 3 Sterne. Endlich. Freunde, was war das gerade? Rage, Alter, genau so fühle ich mich gerade, Mann. Hab mal die Fresse, bitte. Ich hol nachts. Beziehungsweise morgens, aber mittags. Oh ja, moi, Alter. Der Hype ist gerade. Oh mein Gott, der ist jetzt auf 3 Sterne endlich. Frage, Alter. Eigentlich wäre es mehr als ratsam, hier vielleicht reinzugehen wie den neuen Cell oder Goku, aber ich habe Schiss vor den anderen Charakteren. Krillin, Paikwan oder Trunks. Nee, Freunde, ich gehe noch mal hier rein. Das sind Saiyajin-Charaktere. Ich gehe noch mal hier rein. Cell kann warten, weil wenn ich hier gut noch mal ein oder zwei Dupes... Alter, das war was? Wie viel? Das waren halt 4 Sparking-Charaktere, Mann. Falls ich hier noch irgendwas ziehen sollte, kann ich das auf jeden Fall verwerten. So, wisst ihr, was ich meine? Aber ob wir nach den 4 Sparking-Puls noch was kriegen in einem Multi? Ah, okay, okay. Vielleicht kriegen wir noch was. Aber nach den 4 Sparking-Multis, ob da noch was kommt, schwierig, Freunde. Aber was war das, Alter? Oh mein Gott, diese 4 Spark... 4, das hat sich noch nie... Das habe ich ja noch nie erlebt. Okay, aber das war's auch schon. Ja, diese 4 waren zu krank, dass da noch was kommt. War klar, dass da nichts mehr kommt. Freunde, was war das für ein Video? Richtig geil auf jeden Fall an der Stelle. Ansonsten, boah, wir haben brutal gut gezogen. Vielleicht hätte ich jetzt im Nachhinein doch eher lieber in selber einen Multi rausgehauen. Aber ey, ich kann nicht in die Zukunft sehen, danach wird man immer schlauer. Macht nichts, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Meckern, nee. Heute nicht, Osaru, weil was wir heute gezogen haben, übertrieben. Aus den Tickets Super Vegeta hier 4 Sparking-Charaktere und dann auch noch, ja, bei einem Sparking-Ticket Paikwan, darüber wollen wir nicht reden. Und aus dem Daily haben wir noch Goku gezogen. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und, ja, und GG, oder? Wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Einschalten, so viel zum Video. Haut rein. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.